Wasser gefallen hier? Nein, ist nicht. Könnten wir so weiter abplagen hier? So. Das ist schon mal. Oh. Jetzt war der Kern noch mit weg. Das ist nicht gut. So, das Wasser gefallen ist nix. Und die erste Melone ist wieder gewachsen. Sehr schön. So schnell kann es gehen. Schnelles Wachstum. So, die vorletzte Reihe. Dann sind wir ja auch fertig. Rennen wir noch mal kurz in den Tropenwald rüber. Ist jetzt gerade so mein Plan, so ganz spontan. Spontan dieser Plan. So, haben wir das. Fertig. Die drei jetzt nerven, ist mega frisch gewachsen. So. Natürlich müssen wir jetzt erstmal ein bisschen laufen hier. Guck mal die Kürbisse an, die wachsen ja wie Scheiße hier. So. Schweine, Schafe, Kühe, Hühner, eigentlich alles am Start hier. Macht einen schon so ein bisschen stolz, ne? Melonenkerne sind hier drin, ne? Genau, da können wir das hier mit reinflacken. Kürbisse. Die Melonen waren hier, ne? Hier sind wir. Oh, ganz schön viel. Huiuiui. Oh, viele Melonen gesammelt, du mein lieber Scheuben. Darauf trinke ich erstmal ein. So. Und ich habe ja gesagt, da mal in den Tropenwald gehen werde. Mal kurz aussortieren hier, Moment. So, das wird schon so passen, denke ich. Zum Tropenwald drüber ist es ja eigentlich nur geradeaus. Hier muss ich aufpassen, hier ist ein riesen Loch, wenn ich mich hier einfalle. Hier drüben sind haufenweise Kühe. Warum auch immer. Oh. Guten Tag. Ich weiß auch nicht, wo jetzt dieser Tropenwald war. Ich weiß es jetzt überhaupt gar nicht. Ich werde mal in die Richtung gehen, vielleicht. Ich wollte sowieso mal kurz eine Erkundungstour machen. Um zu gucken, was wir hier noch so haben. Ohne dass wir hier in die Tiefe fallen. Das wäre ganz praktisch. Bevor ich mich hier irgendwo hinunterstürzen lasse. Aua. Ich wusste mal, wo der Tropenwald ist, aber jetzt schon wieder, ne. Ja, der Video ist halt vergesserlich, ne. Ist auch immer der Jüngste. So. Gucken wir mal hier ein bisschen. Da war noch sehr viel Sand übrigens. Den können wir auch noch abtragen. Den
wir uns dort vielleicht noch ein bisschen Sand holen. Wir haben noch ein bisschen Schweine und Hühner. Da drüben ist der Tropenwald. Da wollte ich nämlich noch mal was gucken. Mit. So. Da haben wir uns die Kohle hier noch schnell ab und dann geht es natürlich gleich weiter. Ergattert. Aber was ich mal gucken wollte hier hinten, Moment. Es sind. Das kriege ich nie wirklich weg hier, wa? Kann das sein? Moment. So kriegen kann ich das nicht, weil ich brauche vielleicht eine Schere dazu. Ich weiß es nicht. Muss ich mal recherchieren. So. Nee, das gibt's ja gar nicht. Wie, aua, wie ich ja sehe. Solche Ranken hätte ich auch gerne mal in meiner Gegend. Auf meinem Hof. Aber habe ich leider nicht. Ich muss erstmal gucken, wie es abdauern kann. So. Weitläufig hier. Ist ja alles nur Wasser. Wahnsinn. So schwimmt ein Oktopode rum. Ist schon krass. Ich wusste ja noch nicht mal, dass es hier einen Tropenwald gibt. Das ist es ja auch noch. Hier ist ein einsames Schaf. Ich schwimme mal hinüber. Das hier unten ist das Lehm? Nee, das ist Sand. Lehm bräuchte ich jetzt eigentlich mal, wenn ich so überlege. Ich weiß ja nie, wie tief wir da graben müssen für Lehm. Was haben wir denn hier unten so? Ist hier unten Lehm? Vielleicht finden wir hier unten irgendwie was, aber das ist schlecht, weil wir können nämlich nicht so lange tauchen. Bromschafe. Viele rote Blumen, viele rote Rosen. Nee, das gibt's ja wirklich nie. Das ist schade. Na gut, da müsste ich ein andermal gucken oder woanders mal schauen, ob ich das dann mal irgendwo mal finde. Aber so geht's auch erstmal natürlich. Ich mache mich erstmal jetzt zurück zu meinem Hof. Mich ja nicht verirre. Denn wenn ich mich verirre, wäre das nämlich schlecht. Ganz, ganz schlecht. Danke fürs Ei. Noch ein Ei. Und noch ein Ei. Nimm ein Ei mehr. Warum nicht zwei? Nimm auch mal drei. So. Auf zu meinem Hof. Dann machen wir da noch ein bisschen weiter. Was zu tun. Wenn sich der Video jetzt nicht verlaufen hat, muss man ja auch bedenken, dann kann ich auch sehr, sehr schnell verlaufen. Aber ich hoffe mal, dass ich auf der richtigen Fährte bin. Ja, das bin ich. Weil den Turm kann man nämlich nicht übersehen.